Willkommen zurück, Freunde. Da wir aktuell nur zu Sids Vermächtnis kommen, lösen wir das mal direkt aus, zollen ihm Respekt an seinem Grab und schauen mal, was hier so alles noch passiert. Sid, ich habe deine Worte noch im Ohr, dass man vielleicht den Mund halten sollte, wenn dir niemand mehr zuhört. Aber eins sage ich dir, mein Freund. Hugo Kupka ist tot. Sein Schatten liegt nicht länger über uns. Ich wünschte, der Phönix hätte an dem Tag bei uns sein können. Er hätte vielleicht doch noch alles zum Guten gewendet. Nicht mal der Phönix kann Tote zurückbringen. Leben hat einen Anfang und ein Ende. Daher müssen wir jeden Moment auskosten. Doch nicht als Sklaven der Kristalle, als freie Menschen. Habt ihr gewartet? Charon, schön dich zu sehen. Ich dachte, ich schau mal, wie es euch allen so geht, bevor ich die Vorräte aufstocken gehe. Es war auch schon damals nicht die schönste Gegend. Es war aber nie so schlimm wie jetzt. Leider. Nichts hält die Pfeile auf. Nicht lange. Und es wird überall so aussehen wie hier. Unsere Mission bleibt unverändert. Wir kämpfen, bis alle Mutterkristalle zerstört sind und ihr Durst nach Äther mit ihnen. Der letzte, der in Sturm verbleibt, ist Drachenschweif im Kristalldominium. Unser nächstes Ziel. Auf nach Dichasia. Ist ja neuerdings die Hauptstadt des Kaiserreichs. Ich will gar nicht daran denken, wie viele Wachen da rumlaufen werden. Wird euch zwar nicht aufhalten, aber ich werde das erstmal gut auskundschaften. Da hast du recht. Wenn ihr ins Dominium wollt, solltet ihr auch den Lulatsch mitnehmen. Götz? Hast du schon vergessen, dass du der meistgesuchte Mann auf beiden Kontinenten bist? Ich dachte, ihr könntet euch doch als Begleiter eines fahrenden Händlers ausgeben. Aber wenn ihr eine bessere Idee habt... Du wolltest dir Werkzeuge besorgen, oder nicht? Das ist deine Chance. Du lässt mich gehen? Mit denen? Danke, Tante! Lass das, du Grobian! Du brichst mir noch sämtliche Knochen! Es gibt eine Karawane, die verkehrt immer zwischen dem Dominium und den Bocklab-Märkten. Sie gehört zur Händlergilde. Also zeigt einfach Götz Händlerpass vor und sie wird euch mitnehmen. Sich der anzuschließen ist sicherer, als den ganzen Kristallpass zu Fuß zu gehen. Das steht fest. Danke, Karawane. Und
Schön, dass du mitkommst, Götz. Alles klar. Erst helfe ich Tante, dann treffe ich euch. Wir sehen uns unten in Bocklad. Lass los, meine armen Finger! Jill, du kommst mit mir. Verstanden. Und Gav? Bin schon unterwegs, Captain. Sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Hast du das gesehen, Sid? Dein Schützling hat sich wirklich zu einem prächtigen Geächteten gemausert. Wir haben endlich mal wieder was zu tun. Sehr schön. Aber wir können aktuell auch nirgendwo anders hin. Zwei Mutterkristalle sind noch am Start, okay. Dann sammeln wir mal das Team und ziehen mit der Händlergilde zusammen. Hoffentlich zur nächsten großen Mission und zum nächsten Dominus. Auf geht's. Wie geht es dir? Besser. Dank Taya. Das höre ich gern. Torgal hat auch geholfen. Nicht wahr, Großer? Ah, schade. Ja, aber hätte eventuell auch was hinter dem Tor sein können. Früher war das eine befahrene Handelsstraße, bis die Republik eine breitere Straße angelegt und die Handelsroute verlegt hat. Diese hier hat man wohl den Gesetzlosen überlassen. Genau. Es dürften also noch mehr Geächtete unterwegs sein. Ja, mal schauen, vielleicht können wir mit denen verhandeln. Da fällt mir ein, wir haben doch ein Schokobo. Bereit? Schneller! Dann düsen wir mal. Zeit zu kämpfen. Na? Okay, wenn wir auf Vollspeed unterwegs sind, ist das ein bisschen ungeil. Ach nee, komm, die Sidequest können wir auch notfalls aus dem Versteck annehmen. Okay, hier müssen wir jetzt. Einen dicken Gegner, aber sonst nix. Und gib ihm, sehr schön. Sehr schön, der ist nochmal schnell gebrochen. Sehr schöner Smash. So, ich muss hier mal weg. Ich kann mich hier nicht wegbewegen. Ja, der hat mich hier schön eingekesselt. Deswegen schnell umhauen den Dude. Damit ich hier endlich aus der Ecke weg kann. Sehr schön. Das ist bislang aber auch noch nicht passiert. Dass wir uns selbst eingekesselt haben und dann da nicht mehr weggekommen sind. Ja, perfekter Finisher.
haben Dalmekia einen Gefallen getan. Dann wemsen wir das Ding hier mal schön kaputt. Und jetzt können alle wieder in Ruhe und vor allem in Sicherheit hier durchheizen. Die Brücke sieht ziemlich alt aus. Hoffentlich bricht sie nicht zusammen. Die Ruine sollte zumindest halten. Der Weg geht auf der anderen Seite weiter. Die sind hier gleich immer so negativ. Hier drüben! Schnapp sie! Hier drüben! Okay, Gefallenen. Das ist doch interessant. Normalerweise sollten die hier doch nicht sein. Oder haben die jetzt hier jahrelang geschlummert, bis wir vorbeigekommen sind? Bei anderen Händlern haben die sich nicht bewegt, aber bei uns? Wer weiß, alles ist möglich. Einmal wieder Schokobo. Na, sieht nett aus. Das ist also Zemeckis. Das Land der Götter. Es ist noch beeindruckender, als ich dachte. Als Kind hat mich diese Geschichte unglaublich fasziniert. Vor langer, langer Zeit wurden die Menschen von Gier übermannt und wollten den Göttern ihre Macht entreißen. Die letzte Schlacht trug sich hierzu, an diesen Wasserfällen. Zumindest der Legende nach. Wenn es je jemand schafft, diese Tiefen auszuloten, erfahren wir vielleicht, ob da was dran ist. Doch die Götter triumphierten über sie und straften der Menschen Überheblichkeit. Seitdem liegen auf uns zwei Flüche. Domini und Träger. Ehrlich gesagt, ich fand es immer seltsam, dass Domini und ihre Esper ein Fluch sein sollen. Bei uns erbte der Dominus den Thron. Er wurde verehrt und nicht etwa verachtet. An dieser Stelle der Geschichte habe ich damals immer gedacht, dass ich etwas falsch verstanden hätte. Du hattest viele Sagenbücher, oder? In deinem Zimmer. Als wir jung waren. Die alten Legenden fand ich immer am besten. Epische Schlachten zwischen Gott und Mensch. Vater ließ mich so viel lesen, wie ich wollte. Weil es gut für meine Bildung sei. Damals warst du ein Junge wie jeder andere. Sieh dir das an. Man könnte glauben, die Legenden wären wahr. Ich weiß. Es ist nicht mehr weit bis Boklad. Ab hier wird es sicher belebter. Also müssen wir vorsichtiger sein. Hm. Clive, was hast du denn? Nichts. Es ist nichts. Der Bericht ist also wahr, Vater? Auf dem Thron sitzt jetzt Olivier?
Aber ja. Ab nun wird Olivier die Bürde der Neugeburt des Reichs auf sich nehmen. Wie soll er das Reich anführen? Er ist bloß ein Kind. Natürlich berate ich ihn, bis er mündig ist. Vater, bitte! Ich bin nicht mehr der Jüngste. In unserem neuen Kaiserreich muss frisches Blut regieren. Und wer wäre dafür besser geeignet als mein Sohn? Da wäre noch etwas, Dion. Hugo Kupka ist tot und Drachenfang zerstört. Die Pfeiler der Republik sind gefallen. Nicht lange und das heilige Banner Sambrex weht über jeder Stadt in Sturm. Und dann, Valistea, alles soll bald unterworfen werden. Vater, das sind die Worte eines Tyrannen. Es sind die Worte einer Göttin. Unsere Herrin, die ich verkörpere. Große Quigos, Menschenform. Zurück zu deinen Truppen, Dion, und halte dich bereit. Zeigen wir der ganzen Welt die wahre Macht von Sanbrek. Vater. Ihr habt euch sehr verändert. Ist das wirklich ein Plan nach euren Wünschen? Oder sind es eingeflüsterte Gedanken? Von Ultima vielleicht? Was redest du da? Ich spreche für mich und nur für mich allein. Ich schulde aber Annabella Dank, deren Rat mir vieles deutlich gemacht hat. Bezüglich der Natur von Ländern, von Herrschern und auch von Göttern. Ihr vertraut den Worten dieser Verräterin? Sie brach ihre Treue zu Land und Ehemann! Deine Dienste waren für Sanbrek stets von unschätzbarem Wert, Prinz Dion. Sicherlich wirst du auch deinem neuen Kaiser treu ergeben sein. Das kann nicht! Zurück! Was fällt dir ein? Du wirst gefügig sein. Renitenz ist Sünde. Herr, vergebt mir. Beenden wir diesen Unsinn. Kommt, Eure Heiligkeit. Das Rowena-Syndikat erwartet euch. Oh, nicht noch ein Treffen mit uralten Opas. Wie langweilig. Ich habe Hunger, Vater. Können wir nicht lieber was essen? Schmerzt es dich, dass nicht du den Thron erben wirst? Glaubt doch, was ihr wollt. Sei dankbarer, Dion. Als Bastard von Bahamut erkoren zu werden, ist Wunder genug. Seine Flügel haben dich getragen, doch noch höher steigst du nicht. Dein Blut wird diesen Thron nicht beflecken. Was wisst ihr über mein Blut?
Die Bocklatmärkte liegen im Norden. Auch wenn wir sehr viel Zeit mit Zwischensequenzen verbringen und deswegen wenig spielen dürfen, könnte ich den Zwischensequenzen allerdings stundenlang zuhören, weil die Story schon ziemlich cool ist. Sie nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, ja. So gut wie San Breckes bewacht. Aber sie ist halt auch gut gemacht. Jetzt, wo Salver die eigene Hauptstadt verloren hat, wird er seinen neuen Sitz in die Chasia mit aller Macht verteidigen wollen. Seine Truppen sind gut trainiert und kampferfahren. Aber auf ein Ende der Belagerung können wir schlecht warten. Gut, Schokobo, gib ihm. Noch mehr Flüchtende. Alle auf dem Weg zum Kristalldominium. Weil sie ein Leben ohne den Segen der Kristalle nicht kennen. So, ich wollte hier nochmal das Ding einsammeln, aber im Endeffekt, dadurch, dass wir keine Heiltränke mehr brauchen, ist das eigentlich vollkommen egal. Ich habe ja den Heiltrank gekauft und diese paar Gills, die wir da bekommen, die machen den Braten auch nicht fett. Ratten. Widerlich. Richtig. Er wollte nachkommen, sobald er mit allem fertig ist. Eigentlich dürfte er schon da sein. Ich glaube, wenn wir später auf Bahamut treffen, wird das ein sehr gebrochener Mensch sein. Vom eigenen Vater verraten? Ist bitter. Wunder aus Übersee. Kommt und schaut. Schaut und staunt. Mein Herr, wie wäre es mit einem... Wie viel? Für einen mickrigen Kantenbrot? Günstiger findest du es nicht mehr, heutzutage. Kannst dich gern davon überzeugen. Das Kristalldominium wird weiterhin ohne jegliche rechtliche Grundlage von San Breck besetzt gehalten. Für sämtliche Grenzübertritte nach Dichasia ist eine offizielle Genehmigung der dalmekischen Armee zwingend erforderlich. Wer Einlass begehrt, soll sich hier anstellen und alle nötigen Papiere zur Überprüfung bereithalten. Anscheinend wollen noch mehr Leute schnell weg von hier. Und alle werden kontrolliert. Aber es ist dringend. Das interessiert mich doch nicht. Wird schwierig werden ohne einen Pass. Lass uns nach Götz suchen, gehen wir. Er müsste hier ja irgendwo sein. Ja, ein Riese sollte ja nicht so schwer zu finden sein, oder? Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Ah, da ist er. Ah, Götz, da bist du ja. Clive, es tut mir so leid. Bitte erzähl Tante nichts. Ganz ruhig, Götz. Was ist denn überhaupt los? Mein Händlerpass. Er ist weg. Ohne können wir nicht mal mit der Karawane mit. Wir kommen ja nicht mal an dem blöden Grenzposten vorbei. Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Gerade eben war er noch in meiner Tasche und dann kam ein Junge angerannt und... Hey! Denkst du, der hat ihn vielleicht geklaut? Würde mich nicht wundern. So ein belebter Markt ist eine Einladung für Taschendiebe. Also müssen wir als erstes diesen Jungen finden. Wo sollen wir denn da anfangen? Ich weiß wo. Ich kenne hier in Bocklat eine, die uns helfen könnte. Sie weiß einfach über alles Bescheid, was hier so passiert. Wo finden wir sie? Ihr gehört die rote Karawane. Ist nicht weit. Auf dem Schild ist ein roter Chocobo. Keine Zeit zu verlieren. Geht ihr schon mal vor. Ich guck lieber nach, ob mir nicht noch mehr von meinen Sachen fehlen. Mach das. Wir sehen uns dort. Dieser liebenswerte Schwachkopf. Tollpatschig, aber... Und nach diebischen Kindern. Hat ein gutes Herz.
Und das mit dem guten Herz ist die Hauptsache. Geh mir aus den Augen! Ich brauche keine Träger. So, da haben wir den Schokobo. Braucht ihr eine Kutsche? 10 Millionen für einen Zweispänner ins Kristalldominium. Nicht verhandelbar. Oh, darum geht es nicht. Dann einen schönen Tag. Warte! Geh noch nicht, ey! Die gehört zu mir. Das ist doch nicht zu fassen. Götz, was machst du denn hier in Bocklad? Du bist wohl nicht im Auftrag von Charon hier. Erzähl schon, in was für Schwierigkeiten steckst du dieses Mal? Mein Händlerpass wurde geklaut. Von einem Kind. Und das dir? Dabei bist du so groß wie ein Morbol. Also wirklich. Götz sagte, du kennst dich auf den Märkten aus. Hast du vielleicht eine Vermutung, welches Kind das getan hat? Wir wollen niemanden bestrafen. Aber wir brauchen den Pass. Danach ziehen wir sofort weiter. Verstehe. Ihr beide habt also auch keinen Händlerpass dabei. Als Händler geht ihr sowieso nicht durch. Aber deswegen seid ihr ja zu mir gekommen, richtig? Also, ich bin nicht sicher, wer euren Pass hat. Aber ich kann mir denken, warum er gestohlen wurde. Lasst mich erklären. Seitdem das Heer das Dominium belagert, wird sehr genau darauf geachtet, dass der Handelsverkehr dem Feind nicht mehr zugute kommt als uns selbst. Das ist der Grund dafür, warum Händlerpässe, die die Reise früher nur etwas einfacher gemacht hatten, jetzt für alle Grenzübertritte zwingend notwendig sind. Und da man sie nicht so leicht bekommt, sind sie jetzt heiß begehrt. So sehr, dass einige Leute auch zu illegalen Methoden greifen. Also stehlen Kinder diese Pässe, um sie unter der Hand zu verkaufen? Ja und nein. Die Pässe sind auf die Namen der Besitzer ausgestellt. Aber bisher ist nicht ein Name eines Bestohlenen in der Liste der Grenzüberquerer aufgetaucht. Das heißt? Dass irgendjemand die Namen in den Pässen ändert. Dieser Unbekannte hat auch die Kinder zu den Diebstählen angestiftet. Und dieserjenige ist jetzt wahrscheinlich auch in Besitz von Götz Pass. Eins ist sicher, hier werden die Existenzen redlicher Händler zerstört. Deswegen haben wir beschlossen, uns zu wehren. Helft ihr uns dabei? Ihr wollt euren Pass zurück. Und wir wollen, dass nicht noch mehr gestohlen werden. Findet die wahren Übeltäter und schlagt dabei gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Sag mal, gibt es einen anderen Weg ins Dominium zu kommen, Götz? Nein, außer mit der Karawane kommt ihr nicht rein. Ansonsten weiß nicht. Vielleicht könnt ihr rüberschwimmen? Aber die Wachen erwischen euch garantiert, wenn ihr sowas versucht. Genau das, was wir nicht wollen, oder? Also entweder wir finden die Drahtzieher, oder wir kommen nicht ins Dominium hinein. Na gut. Wir helfen. Herzlichen Dank. Ich sollte mich vorstellen. Eloise, sehr erfreut. Clive. Auf gute Zusammenarbeit, Clive. Ein Abzeichen vielleicht? Ja, da ist es. Der Tischlermeister am Stand im Zentrum des Marktplatzes organisiert die Suche. Trag das, dann gibt er euch Auskunft. Ich schlage vor, dass ihr zuerst mit ihm sprecht. Der Tischler also. Verstanden.
Gut, wir müssen mal wieder in der Wüste etwas erledigen. Kleines Déjà-vu. Mal schauen, was der Tischler hier zu berichten hat. Da vorne das Kind gleich mal enthaupten und dann die Leiche nach einem Pass durchsuchen. Die Karawane hält neben dem Grenzpost. Saftige Birnen! Bist du der Tischlermeister? Auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Oh, Eloise hat dich auch am Kragen. Dann hat sie dich wohl geschickt. Sie sagte, du leitest die Suche nach den Dieben. Geht's voran? Also, sie scheinen immer Händler mit viel Gepäck zu bestehlen. Macht das Aufpassen schwerer. Und die Opfer können sie nicht verfolgen, falls sie auffliegen. Spielt aber auch keine Rolle. Diese Knirpse kennen hier wirklich jede Ecke und sind immer sofort weg. Götz muss ein wahres Bilderbuchopfer gewesen sein. Die Fischhändlerin am Tor versucht auch schon seit längerem, diese Kinder zu finden. Redet doch mal mit ihr. Danke. Machen wir. Ja, aber die Leute mit viel Krimskrams, die werden auch überfallen, weil dort ist die Wahrscheinlichkeit halt auch am höchsten, dass es Händler sind. So ein Clive überfällt keiner, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich ein Händler ist, sehr gering ist. Fisch gefällig! Frisch, gesalzen, geräuchert! Wie wär's mit... Oh, Moment. Ihr kommt von Eloise, oder? Sie will, dass wir ihr helfen. Euch helfen, die Diebe zu finden. So ist das. Dann sag ich euch wohl besser, was ich weiß. Ganz sicher ist das kein Familienclan. Alle Kinder, die gesehen wurden, waren schmutzig und trugen Lumpen. Mit anderen Worten, Straßenkinder. Davon haben wir hier viele. Etwa Kriegsweisen? Einige vielleicht. Sicher habt ihr all die Flüchtenden am Tor gesehen? Sie alle hoffen auf einen Neubeginn im Kristalldominium. Manche nutzen jetzt auch diese Gelegenheit, um etwas unnötigen Ballast abzuwerfen. Eine echte Schande. Die Hintermänner müssen sich den Kindern irgendwann einmal zu erkennen gegeben haben. Hören wir uns um. Fangt am besten mit den Kindern hier an. Die haben wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber vielleicht wissen sie etwas. Dann versuchen wir es. Na gut, dann fragen wir die Kinder. Kann ja nicht so schwer sein. Diese Qualität sucht ihr. Kinder sind meist nervige Biester, von daher wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Hast du etwas Zeit? Was willst du? Ich will wissen, wer Kinder wie dich zum Taschendiebstahl anstiftet. Weiß nicht. Mich hat keiner gefragt. Was ist Taschendiebstahl? Kriegt man da Gil? Nein, man kriegt Schwierigkeiten. Wenn dich jemand fragt, sag einfach nein. Da wird ja kaum einer ankommen und sagen, ey, kleines Kind, hast du Bock auf Taschendiebstahl? Entschuldige. Was willst du? Ich hab nichts für dich. Keine Angst, wir tun dir nicht weh. Wir haben nur eine Frage. Worüber denn? Wir haben gehört, dass ein paar böse Menschen Kinder wie dich dazu bringen, Reisende zu bestehlen. Wir müssen wissen, wer das macht, damit sie aufhören. Ich weiß nicht wirklich was darüber, aber mein Freund, Honza, der meinte, er hat Arbeit. Was Gefährliches. Klingt verdächtig. Wir müssen ihn selbst fragen. Wo könnte dein Freund denn sein? Er ist oft bei den Zelten vor dem Markt. Danke, das hilft uns sehr. Dann suchen wir mal Klein Honza. Ich hoffe, dass der Spaß hier nicht allzu lange dauert. Ich würde gerne diese Barriere in dieser Folge noch überschreiten, damit wir dann beim nächsten Mal wieder ein bisschen Action haben. Zwei Folgen mit wohl das Flüchtlingslager. Gammliger finden wir ihn dort. Papa, Laufquest wäre ein bisschen kacke. Ha, der dumme Riese hat überhaupt nichts mitgekriegt.
Dem hätten wir sogar die Stiefel von den Füßen klauen können. Genau, aber wir hätten den Pass nicht abgeben sollen. Mit so einem kämen wir vielleicht auch endlich hier raus. Das könnt ihr vergessen. Die würden uns an den Eingeweiden aufhängen, wenn sie das rauskriegen. Würden sie das? Vielleicht kannst du sie uns mal vorstellen, diese reizenden Gesellen. Oh nein, jetzt sitzen wir richtig in der Patsche. Was sollen wir machen? Lasst ihr zwei euch doch fangen, ich bin weg. Honza, wo willst du hin? Lauft hinterher. Jill, pass auf die beiden hier auf. Den hole ich mir. Mach das. Ja, redet noch länger, damit er noch mehr Vorsprung hat. Weit kann er nicht sein. Ich muss ihn finden, bevor er untertaucht. Ja, wirklich schnell bist du aber auch nicht. Kam hier ein Junge vorbei. Er hat meinem Freund etwas gestohlen. Eben ist einer hinten ins Chocobo-Gehege gerannt, aber... Danke. Ja, aber wo hat er sich jetzt versteckt? Mist, gefangen. Keine Angst, Honza. Ich werde dir nichts tun. Beantworte mir nur ein paar Fragen. Na gut, muss ich ja wohl. Ich suche die Leute, die dich zum Stehlen anstiften. Wer sind sie? Sie nennen sich die Findlinge. Sie haben mir tüchtig Geld versprochen, wenn ich mitmache. Ich wollte nicht, aber ich muss auch essen. Das habe ich ziemlich selten, bevor die mich angeheuert haben. Und wenn nicht ich, hätte es eben ein anderer gemacht. Dafür gibt's immer irgendwen. Honza. Du hast ihn gefunden. Jill, wo sind die anderen? Eloise passt auf sie auf. Sie wollte, dass wir dich suchen. Du Dieb! Deinen Pass habe ich nicht mehr, also frag mich nicht. Ist bei den Findlingen. Und zurück krieg ich den auf keinen Fall. Verraten würde ich sie eh nicht. Ohne ihre Gil wären wir schon längst verhungert. Feiglinge, ihr werdet keine Kinder mehr für eure Zwecke missbrauchen. Was? Wir sind... Verletz ihn nicht! Du verwechselst uns. Wir sind auf derselben Seite. Faule Ausreden! Das Siegel. Woher hast du es? Das ist doch Theo. Götz? Was treibst du bei diesen Leuten? Seid ihr diejenigen, die meine Schwester erwähnt hat? Deine Schwester? Eloise hat uns gar nicht gesagt, dass sie einen Bruder hat. Warum sollte sie? Ich bin nur der Mann fürs Grobe. Theodor, zu euren Diensten. Das eben tut mir leid. Theodor, was weißt du über diese Findlinge? Aasgeier, die in Boklad ihr Unwesen treiben. Sie plagen alle hier, berauben die Besserbetuchten und zwingen die Habenichtse der Bande beizutreten. Ich beobachte sie schon länger, weil ich den Flüchtenden hier neues Leid ersparen möchte. Aber anscheinend sind sie noch skrupelloser, als ich dachte. Honza ist in Ordnung. Er hat nur getan, was er tun musste. Hätten er und seine Freunde nicht gestohlen, wären andere Kinder dazu gezwungen worden. Wahrscheinlich gewaltsam. Clive, oder? Meine Schwester wollte, dass du den Diebstählen ein Ende setzt? Dann verfolgen wir das gleiche Ziel.
Ihr solltet bei euch in der Familie, glaube ich, mal ein bisschen mehr quatschen, damit solche Dinge nicht aus Versehen passieren. Wir hätten ihm schnell den Schädel spalten können. Oh, mein Händlerpass. So. Wie geht's weiter? Wie schon. Wir spüren die Findlinge auf und erledigen sie. Ihr bekommt euren Händlerpass zurück und ich sorge für ein sicheres Bocklad. Alles klar. Alles klar. Unser, wo ist das Lager? Keine Sorge, sie werden's nie erfahren. Weiß ich doch nicht. Die Pässe holen sie immer bei uns ab, direkt vor dem Tor. Einmal bin ich ihnen nach, aber dann haben sie mich gleich entdeckt. Ich dachte, das war's mit mir. Versuchen wir's trotzdem. Wo war das genau? Runter in Richtung Lednikluft. Dann auf zur Lednikluft. Auf zur Lednikluft. Die Lednikluft liegt südlich von Bocklad. Ambrosia brauche ich jetzt nicht. Na doch, wenn wir das Ding da hinten passiert haben, brauchen wir sie. Das war's dann. Ja, aber bei den kleinen Kindern, klar, wenn du Hunger hast, dann stiehlst du auch. Da hinten sind auf jeden Fall ein paar Dudes. Na? Gut so. Das wird eine Freude, die abzuschlachten. Na, die haben aber Drecksrüstung. Die sieht nicht so geil aus. Und wirklich stark sind die auch nicht. Ah, wunderschön. Die Angriffe von Titan sehen echt geil aus. Sicher nicht die Anführer. Aber wir sind ihnen auf der Fährte. Dann düsen wir mal weiter in diese Richtung. Da sind wieder welche. Hey, Kundschaft! Stechen wir sie ab. Ja, könnt ihr versuchen. Ja, automatisches Ausweichen hat jetzt den Angriff ruiniert. Aber den holen wir nochmal nach. Ja, wir sollten uns auf den... Okay, wir haben eh alle platt gemacht. Aber auf den Mage konzentrieren. Der hat nämlich da wieder so ein bisschen Stärkung reingeballert. Weniger. Ja, wieder 100 Meter. Da düsen wir auch so mal hin. Na, oh, das sieht doch wie ein kleines Lager aus. Hat sich gelohnt heute, was? Ja, ein paar von den Neulingen sind wahre Naturtalente. Vor allem die Kinder. Dieser kleine Honsa hat flinke Finger. Eines Tages hacken sie die ab. Aber bis dahin bringt er uns fette Beute. Abschaum. Die Anführer der Findlinge nehme ich an. Sie verdienen keine Gnade, Clive. An Gnade dachte ich eher weniger. Bereit, wenn du es bist, Theodor. Aber immer doch. Ja, da sind wieder drei Schwächlinge und ein Dicker. Zu langsam. Schnapp sie. Hier drüben. Sehr schön.
Da hat er die volle Ladung kassiert. Weiter. Ja, fast 20.000 Damage, das ist in Ordnung. Und wir haben noch nicht mal den Titan eingesetzt. Sehr schön. Sehr cooler Angriff. Au, oh, im perfekten Moment ausgewichen. Herrlich. Das gefällt mir. So einen Kampf können wir ruhig öfter führen. Nicht immer perfekt ausgewichen, aber das brauchen wir ja nicht. Verbrechen lohnt sich also doch? Goldkettchen, Ringe, Gilbörsen. Ah, und Händlerpässe. Dutzende. Wurden die Namen geändert? Noch nicht. Ich kenne einige davon. Götzpass ist sicherlich auch mit dabei. Jetzt muss ich nur alles durchsehen und den rechtmäßigen Eigentümern zurückgeben. Wir sollten schnell zurück zu Eloise. Kommst du hier allein zurecht, Theodor? Na sicher. Ach, und erwähnt ruhig, welche Rolle ich gespielt habe. Mit Vergnügen. Ja, haben, glaube ich, auch so ein paar schwierige Familienverhältnisse. Wenn er seiner Schwester immer beweisen muss, dass er was drauf hat. Da stimmt irgendwas bei denen nicht. Aber egal, deren Familienprobleme sind nicht unsere, von daher, wir nehmen gleich unseren Pass, passieren den Checkpoint und dann geht's zum Kristalldomizil. Ich bin mal gespannt, wie diese ganze Geschichte mit Bahamut ausgeht, weil dadurch, dass er halt auch so ein paar Daddy-Issues hat, ist das natürlich auch ein bisschen gemein, wenn wir ihm dann später das nehmen, weil diese Kräfte und für seinen Vater in den Krieg zu ziehen, ist ja irgendwie sein einziger Lebensinhalt. Und wenn wir ihm diesen nehmen, nett ist das nicht, aber ja, wir müssen ja auch irgendwie mal vorankommen. Clive, wie läuft die Suche? Mein Bruder ist euch doch hoffentlich kein Klotz am Bein. Ganz im Gegenteil. Also steckten die Findlinge hinter der ganzen Sache. Theo hat sie schon des Öfteren erwähnt. Und jetzt haben wir gleich drei Probleme auf einmal gelöst. Das Problem mit den Taschendieben, das mit ihren Auftraggebern und auch das mit den gestohlenen Pässen. Ich hoffe doch, eurer findet sich auch bei den Diebesgütern. Aber im Moment bleibt uns nur zu warten. Auf Theo. Ah, da ist er ja. Endlich zurück, geliebter Bruder. Auch schön, dich zu sehen, Eloise. Hier, Clive. Götzpass. Sorg dafür, dass er in Zukunft besser aufpasst, ja? Mach ich. Danke. Ich habe unseren Jungs gesagt, sie sollen die Beute holen gehen. Kann ich beim Durchsehen auf deine Hilfe zählen? Natürlich. Ich schaffe etwas Platz im Lager. Ich nehme doch an, ihr zieht jetzt bald weiter. Aber hoffentlich nicht, bevor du dich uns richtig vorgestellt hast. Nicht wahr? Sid? Warum so überrascht? Wir sind auf derselben Seite. Ich verstehe nicht recht. Wie ihr ja nun selbst gesehen habt, helfen wir von der Roten Karawane den Menschen, wo immer wir nur können. Gegen eine kleine Gebühr transportieren wir jede Art Fracht. Egal ob Waren zum Markt
oder Träger weg davon. Ich war der Erste, dem meine Schwester geholfen hat. Ohne sie wäre ich als Junge gebrandmarkt worden. Du bist ein Träger. Zufälligerweise versuchen wir gerade, uns zu vergrößern. Und wer wäre ein besserer Partner als der Experte auf dem Gebiet? Findest du nicht, Theo? Doch, doch. Anscheinend verfolgen wir auch in dieser Sache dasselbe Ziel. Also lass uns doch zusammenarbeiten. Wie wär's? Es wäre uns eine Freude. Ihr ehrt uns. Und ihr uns. Hier, Clive. Das ist für dich. Was ist das? Elle hat Freunde in hohen Kreisen, ich habe Kameraden in niederen. Das Siegel kennzeichnet dich als unser beider Freund. Ich werde es mit Stolz tragen. Gut, dann bleibt uns jetzt nur noch, euch eine gute Reise zu wünschen. Ihr solltet jetzt bei der Karawane mitreisen können. Aber falls es Probleme gibt, stellen wir euch gern eine unserer eigenen Kutschen zur Verfügung. Zum Freundschaftspreis natürlich. Für 9 Millionen? Wir fragen die Karawane. Wow, ein Freundschaftsrabatt von 10%. Ihr seid ja richtig großzügig. Da haben wir den Esper von Cid. Geben wir Götz den Pass. Und dann auf ins Dominium. Geh mir aus den Augen! Gut, du großer, liebenswerter Trottel, wo bist du? Wir geben dir den Pass zurück. Sonderpreise. Du sagst Danke und dann geht's weiter. Freuen darfst du dich auch noch. Saftige Birnen! Aber mehr auch nicht. Eigentlich will ich ja mal Schmied werden. Bitte sehr, Götz. Verlier ihn nicht nochmal. Mein Pass! Ihr habt ihn! Oh, vielen, vielen Dank. Tante hätte mir sonst die Ohren lang gezogen. Ich muss Elle und Theo auch noch Danke sagen. Solltest du auch, Hansa. Deine Freunde und du, ihr müsst nicht mehr stehlen. Und wenn euch wieder jemand bedroht, wendet euch an die beiden. Ich weiß. Und das haben wir schon. Wir schaffen jetzt für Eloise die Chocobo-Scheiße aus den Ställen. Ist verdammt anstrengend und bringt weniger Gil, aber wenn wir dranbleiben, wird's schon werden. Na, dann bleib dran. Ach, Götz. Tut mir leid wegen dem Pass. Macht nichts. Ich hab ihn ja wieder. Ende gut, alles gut, oder? Du willst doch Schmied werden, oder? Ich werd dein allererster Kunde. Ich spare meine ganzen Gil und kaufe ein riesiges Schwert von dir. Ich geb mein Bestes. Bis dann. In Ordnung. Wir dürfen auf den Wagen. Du weißt Bescheid. Du bist ein Händler. Wir sind Söldner und beschützen dich. Beschützen? Mhm. Und vergiss nicht den Plan. Du fährst durch, ganz bis nach Dichasia. Jill und ich werden schon vorher aussteigen. Wir finden anderswo rein. Ich werde einkaufen gehen. Gut. Und wir werden uns einen Überblick verschaffen. Mitten in der Stadt gibt's einen Platz, der mit dem großen Glockenturm. Wenn was schief geht oder so, treffen wir uns da. Verstanden. Dann los.
Verstehe. Und ihr seid sicher, dass euer Vater nichts von Ultima weiß? Das bin ich. Ich glaube gern, dass eine finstere Macht ihren Einfluss auf das Kaiserreich ausübt. Aber wie dem auch sei, sie steuert nicht meinen Vater. Er bleibt weiterhin Herr seines eigenen Verstandes. Dann agiert der Feind aus den Schatten. Ich gestehe, als ihr von diesem Feind spracht, hatte ich Zweifel und davon nicht wenige. Eine Bestie, die bezweckt, in Valisthea Chaos zu stiften, nur um eures Bruders Willen? Doch eure Wunde ist ein untrüglicher Beweis. Ist das eure Antwort, eure Hoheit? Ihr schließt euch dem Kampf an? Ich kann nicht. Noch nicht. Eure Hoheit, bitte! Wie ihr wisst, stehen die Dalmeker vor unseren Toren. Ohne ihren Mutterkristall ist ein Rückzug keine Option mehr für sie. Der Angriff ist nur eine Frage der Zeit. Bahamut wird sie aufhalten müssen. Sonst gibt es ein Massaker. Wenn auch nicht durch Kupkas Hand, dank Ultimas Machenschaften. Ich kann die Sorge um euer Volk nur zu gut verstehen. Doch die Menschen erwartet ein schlimmeres Schicksal, wenn wir Ultima nicht aufhalten. Das Chaos, das er bringt, wird ganz Valisthea in den Abgrund stürzen. Das Leben jedes Menschen in Stürm und Ashra ist in Gefahr. Ich glaube euren Worten, Phönix. Doch ich habe eigene Pflichten und ich muss ihnen nachkommen. Was auch passiert. Was wisst ihr über mein Blut? Nun, du weißt sicher auch, um die höchsten Ämter des Staates zu bekleiden, verlangt es einer makellosen Abstammung. Leider. Führt deine Blutlinie in Oriflams Gosse zu einer Hure, die dich in Gil abgewogen hat. Habt ihr meinen Vater erpresst? Aber nicht doch. Es war nur ein Flüstern im Wind. Dass sein Bastardsohn eine Rebellion ausbrütet. Was? Silver hört auf die Worte seiner Astrologen. Und sie hören auf mich. Du hast sie für deine Intrigen benutzt! Zeige mir Treue und beuge dich, Olivier. Dann wird dein Haupt mit Lorbeeren verziert werden. Und nicht mit Teer. Doppelzüngige Hexe! Da ich deinen wichtigen Dienst für das Reich zu schätzen weiß, werde ich dir diese ungewohnte Impertinenz verzeihen. Nun geh und wappne dich. Es bedarf deiner Kräfte. Kaiser Olivier hat bestimmte Erwartungen an dich. Oder sagen wir, an Bahamut. Also geh und mach Jagd auf seine Feinde für ihn. Bis auch ganz Valisthea weiß, wer es wirklich lenkt. Ein weiteres Unheil erschüttert unser Sandbreck. Die Flammen dieses Krieges, sie verbreiten sich unaufhaltsam weiter, alles nach Ultimas Willen. Vergebt mir, meine Mutter hat euch viel Leid beschert. Daran habt ihr keine Schuld. Dieser Frage muss sich das Kaiserhaus stellen
Und ich als sein Mitglied habe die Aufgabe, sie zu lösen. Und sobald dies getan ist, soll meine Kraft die eure sein. Danke, eure Hoheit. Lasst uns gemeinsam in die Lüfte steigen und den Menschen wieder Hoffnung bringen. Nichts wünsche ich mir mehr. Terence. Mein Prinz. Glaubst du, dass das, was ich tun werde, falsch ist? Ich. Wir Dragoons gelobten euch Treue, eure Hoheit. Und wir werden euch bis zum Ende folgen. Danke. Dann ist dies mein Dekret. Für ihre Verbrechen gegen die Krone werden Kaiserin Annabella und ihr usurpierender Sohn von mir gerichtet und Sanbrek erlöst. Verdient haben die beiden es ja. Von daher kann man ihm jetzt nicht wirklich böse sein. Machen wir nochmal hier direkt weiter im Kristall-Domino. Dominus? Auf jeden Fall hier in der Stadt. Hey, was machst du mit mir? Ich pass doch nur auf, dass dich dieser Riesen Wolf nicht frisst. Komm schon. Dabei stehen diese Leute am Rande eines Kriegs. Sie haben Angst. Sie trinken sich neuen Mut an. Und was macht dir Angst, Clive? Der Hafen ist leer. Und auch die Hälfte der Marktstände. Die Stadt wirkt zwar friedlich, aber sie gleicht einem Pulverfass. Es bräuchte nur einen Funken, der uns den Weg in den Mutterkristall erleichtert. Darauf habe ich gewartet. Rufen wir Gav. Wenn jemand für Unordnung sorgen kann, dann er. Und bis er da ist, tüfteln wir an unserem Plan. Ich schicke einen Stolas. Was ist, Großer? Weg hier! Schnell! Was ist passiert? Ich weiß nicht. Torgal! Hier lang.
Sehr schön. Wir haben endlich wieder mal einen Punkt erreicht, wo wir Pause machen können, wo ich speichern kann, damit wir dann beim nächsten Mal direkt von hier weitermachen können. Palast brennt. Sohn spinnt ein paar Intrigen. Ist aber auch normal, wenn so eine Dame den Verstand des Vaters mit irgendwelchen komischen Theorien umgarnt. Von daher schauen wir mal beim nächsten Mal, wie es hier weitergeht.